Kann Stille uns verrückt machen? 45 Minuten im schalltoten Raum sollen uns krank machen, sagt ein Mythos. Aber 2 Minuten Stille senken den Blutdruck und stimulieren den Blutfluss im Gehirn. Und sehr interessant, in einer Studie wurde die Wirkung von Stille auf die Hirnregionen von Mäusen getestet. Das Ergebnis dieser Studie: es wurde Zellwachstum im Hippocampus der Mäuse festgestellt. Auslöser dafür war nachweislich täglich 2 Stunden Stille. Damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Los geht's! In Großstädten herrscht ein hektischer Alltag. Viele Menschen sind unter Zeitdruck, Erwartungsdruck und haben Stress bei der Arbeit. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Faktor, der darüber hinaus Stress verursachen kann, und zwar Lärm. Der eine oder andere wird jetzt sagen, daran kann man sich doch gewöhnen. Aber dem ist tatsächlich nicht so. An Lärm kann man sich nicht gewöhnen, sagt Stefan Käpp, leitender Oberarzt an der LMU München. Für mich war das Grund genug, dem mal auf den Grund zu gehen. Vor allen Dingen, was passiert, wenn Menschen mit absoluter Stille konfrontiert werden? Kann uns Stille genau wie Lärm krank machen? Aber wo kann man Stille überhaupt genau erfahren? Also es gibt zum Beispiel so einen Ort in Berlin am Brandenburger Tor, wo es sehr, sehr laut ist, und das ist der Raum der Stille. Da darf man nicht reden, da gibt es keine Handys, und viele Leute nutzen das, um sich selber ein bisschen näher zu kommen. Es gibt viele Menschen, die davon berichten, dass sie plötzlich ihren eigenen Herzschlag wieder hören oder das Blutrauschen im Körper wahrnehmen. Naja, und es gibt noch viel extremere Orte, wo es um Stille geht, wie zum Beispiel in diesem Video hier von Veritasium. Der ist nämlich in einen schalltoten und abgedunkelten Raum eingesperrt worden. Im Voraus wurde behauptet, dass die längste darin verbrachte Zeit 45 Minuten betrug. Wenn man sich das Video über Kopfhörer anschaut, kann man die besondere Akustik im Raum deutlich spüren. Auch in diesem Fall berichtete Veritasium von starken körperlichen Wahrnehmungen, also das Blutrauschen hört man, man hört den eigenen Herzschlag. Ja, und im Video ist tatsächlich sogar der Herzrhythmus von ihm deutlich zu hören. Die sogenannte echofreie Kammer befindet sich in Minneapolis an der Brigham University und ist mit minus 9 dB einer der ruhigsten Orte der Welt. Um den Schall zu absorbieren, hat man die Innenwände mit Schaumkeilen ausgestattet. Auch der Gitterboden weist unter der Oberfläche diese Keile auf. Versuchspersonen berichten von klaustrophobischen Zuständen bis hin zu Angstreaktionen. Aber Veritasium hatte da anscheinend kein Problem, denn er hat es fast 60 Minuten dort ausgehalten, und das bei ausgeschaltetem Licht. Wahrscheinlich ist das einfach so eine Typfrage. Hat der Mensch eine psychische Vorerkrankung, zum Beispiel Angststörung, dann wird die Person wahrscheinlich nicht so gut mit der Situation fertig. Die sogenannte absolute Stille wird sogar als Foltermethode eingesetzt. Absolute Stille meint die Abwesenheit jeglicher Geräusche. Auf unserer Erde gibt es einen solchen Ort streng genommen gar nicht, natürlicherweise. Die Isolationshaft dürfte dem, was wir als absolute Stille kennen, wohl auf der Welt am nächsten kommen. Und Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Ganze schon lange als Foltermethode. Beeinträchtigung des vegetativen Nervensystems, der kognitiven Leistungsfähigkeit und viele mögliche psychische Langzeitfolgen wie Depressionen können durch Isolationshaft ausgelöst werden. Wir Menschen sind diese absolute Stille einfach nicht gewöhnt. Schon vor der Geburt sind wir von Geräuschen umgeben. Das Ohr ist das erste funktionierende Organ des Säuglings, noch bevor Herz und Hirn ihre Funktion einleiten. Wenn Häftlinge in der Isolationshaft dann also mit dieser Art von Stille konfrontiert werden und natürlich noch mit weiteren Begleiterscheinungen, kann das krasse psychische Auswirkungen haben. Und Neugezone wird euch jetzt noch was zum Thema Stille erzählen. Die andere Art der Stille ist die selbstgewählte Stille. Sie fördert uns und wirkt wohltuend. Dabei werden Konzentrationsfähigkeit und Kreativität gesteigert. Sie wirkt entspannend und fördert darüber hinaus die Regeneration. Stille ist also nachweislich gesund für den Geist. Und eine weitere gute Nachricht ist: die negativen Effekte von Lärm auf unsere Gesundheit können durch Stille sogar wieder revidiert werden. Dass es sich lohnen kann, zeitweise in Stille zu leben, zeigt eine Studie der WHO. Dabei wurden die Ergebnisse auf 340 Millionen Menschen in Westeuropa hochgerechnet. Das Ergebnis: kumuliert verlieren die Menschen in Westeuropa ungefähr 1 Million Lebensjahre durch Lärm. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt: das heißt, dass durchschnittlich 1 von 3 Personen ein Lebensjahr durch Lärm verliert, der nicht durch Stille ausgeglichen wird. Es scheint also, als könne man Lärm und Stille gut gegeneinander aufwiegen und somit auch ausgleichen. Ich selbst suche übrigens auch oft Stille für mich. Das tut mir persönlich sehr gut. Und da ich vom Land komme, fällt es mir leicht, stille Orte in der Natur zu finden, um dort nur für mich zu sein.
Falls ihr regelmäßig Lärm ausgesetzt seid, sucht euch also eurer Gesundheit zuliebe einen stillen Ausgleich. Eine Studie, die im Journal Heart veröffentlicht wurde, bekräftigt diese Sichtweise. Die Probanden wurden wechselweise mit entspannender Musik und Stille konfrontiert. Dabei kam heraus, dass die Stille einen wesentlich höheren Entspannungseffekt auf Menschen hat als die entspannende Musik. Und je länger die Stille anhielt, desto positiver waren die Effekte. Um euch das noch einmal übersichtlich aufzuführen. Das sind die wichtigen Befunde der Forschung. Erstens, Lärm kostet Lebenszeit. Zweitens, Stille wirkt Lärm entgegen. Drittens, Stille entspannt. Also eine ziemlich wichtige Einsicht und mir war auch gar nicht so bewusst, dass man Lärm und Stille aufwiegen kann. Finde ich ganz interessant. Also einen Haken hat die Sache allerdings. Ich zum Beispiel lebe in Köln, ziemlich zentral und bin damit quasi jeden Tag dem Lärm ausgesetzt. Wie finde ich da einen stillen Ort? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die positiven Effekte der Stille regelmäßig zu erfahren? Und hier habe ich was ich euch gerne zeigen möchte. Das sind meine Kopfhörer, das sind Interferenzkopfhörer und die haben hier so einen kleinen Schalter und wenn ich die aufsetze und diesen Schalter umsetze, dann höre ich plötzlich fast nichts mehr. Also ich höre noch ein bisschen die Umgebungsgeräusche, wenn Leute reden und ich höre so ein leises, weißes Rauschen, das einfach durch die Boxen oder diese elektrischen Signale da drin kommt. Und wie das Ganze funktioniert, ist super interessant. Wir haben Schallwellen. Schallwellen sind einfach diese kleinen Wellen und es gibt da auch gleichzeitig Schallwellen, die phasenverkehrt sind. Also wenn ich hier eine Welle habe, dann ist die phasenverkehrte Welle einfach genau das Gegenteil dazu. Und jetzt ist was echt spannend ist, das Ganze kann sich auslöschen. Also wenn ich hier einen Berg habe, der nach oben geht und hier einen Berg, der nach unten geht, dann können sie sich auslöschen und dann ist das am Ende, eliminiert sich das Ganze. Und genau das wird hier bei Interferenzkopfhörern verwendet, was ziemlich interessant ist. Und dass das Ganze funktioniert, das kann man zum Beispiel bei Licht sehen. Da gibt es diese Interferenzerscheinung auch, weil das ist ja, also Licht ist eine Welle, aber auch gleichzeitig ein Teilchen. Ja, aber dieser Wellencharakter sorgt auf jeden Fall dafür, dass man diese Unterschiede hier sehen kann und es dann zu schwarzen Flecken kommt durch diese Interferenz. Und das Gleiche passiert auch beim Schall. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Wenn nicht, schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann können wir dann nochmal drauf eingehen. Fakt ist, wir sind Stille nicht mehr gewohnt. Deshalb empfinden es die meisten Menschen als unangenehm, wenn sie plötzlich stark mit sich selbst konfrontiert werden und es still ist. Aber genau das ist sehr gesund und langfristig förderlich. Das ist ja auch der Punkt, an dem Meditation ansetzt. Also ich persönlich finde ja den Ansatz gut, dass mehr Menschen sich mit sich selber beschäftigen wollen und meditieren. Allerdings sind für mich die Beweggründe dabei schon entscheidend. Es ist meiner Meinung nach nicht richtig, wenn man dies tut, um im Berufsleben zum Beispiel noch mehr Leistung zu bringen. Das ist einfach der verkehrte Ansatz, wenn man eine Technik anwendet, die einem ja eigentlich beim Entspannen helfen soll. Und ich weiß, dass es schwierig ist, diese stillen Zeiten zu etablieren. Eine Sache, die auf jeden Fall hilft, ist, dass man nicht direkt von 0 auf 100 geht, sondern dass man erstmal langsam anfängt, zum Beispiel mit 20 Minuten Stille am Tag. Der Psychologe Richard Davidson konnte 2007 zeigen, dass diese stille Routine zu positiven Effekten im Bereich der Aufmerksamkeitsfähigkeit seiner Probanden führte und halt gut umsetzbar ist. Nach nur 3 Monaten regelmäßiger Meditationsübungen erkannten die Versuchsteilnehmer Zahlen, die zwischen Buchstabenreihen versteckt waren, wesentlich schneller als zuvor. Wie ihr also seht, ist das Thema Stille gesundheitlich ziemlich relevant. Ich werde mir von nun an die ein oder andere stille Auszeit gönnen, gerade für mich als Großstadtbewohner eine ziemlich wichtige Sache. Und schaut auf jeden Fall bei Neugierzone vorbei. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns Dienstag und Donnerstag wieder. Bis dahin, euer Jakob.